Das hier ist Hanoi in der Rush Hour. Und ja, großes Problem, würde ich sagen. Doch die Regierung hat eine Lösung. Was diese Lösung ist, erzähle ich euch in diesem Video. Die Lösung ist natürlich eine Metro. Doch was daran besonders ist, dass ich hier ein extra Video dazu mache, denn das hier wurde erst vor, naja, seitdem ich es aufgenommen habe, vielleicht eine Woche eröffnet, und dann dachte ich mir, wir gucken uns mal an, warum ich dieses Thema auch nicht im letzten Video behandelt habe. Weil das ja eigentlich nicht als wirkliche Transportmethode zählt, ja, dieses Metronetz noch nicht so ausgebaut ist. So, es gibt nur zwei Strecken, da die Stadt erst irgendwie seit 5 Jahren oder so damit angefangen hat. Und ja, wir gucken uns das hier einfach mal an, so auf Superview mäßig, und ja, fahren einfach mal mit. Warum das hier auch so special ist, warum ich das ein extra Video dazu mache, ist aus gesellschaftlichen Gründen auch. Ich blende jetzt mal ein paar Bilder ein. So sah es nämlich aus am ersten Tag. Und ja, sehr, sehr voll, weil die Menschen sowas hier halt besonders finden. Weil sie das halt nicht gewohnt sind, wie wir halt. Und ja, es ist halt interessant zu sehen, was ein Verkehrsmittel das Leben von anderen Menschen verändern kann. An der Endstation hier gibt es auch irgendwie noch einen großen Busparkplatz. Und die Züge fahren alle 10 Minuten. Ist auch okay. Man durfte übrigens gratis mitfahren die ersten 15 Tage. Was ich auch eigentlich sehr cool finde. Und ja, wir fahren mal wieder zurück. An dieser Strecke liegen einige Universitäten, wie beispielsweise hier die Nationale Universität. Da ist hier auch einiges so wissenschaftlich gethemed, zum Beispiel hier Sprachwissenschaft, wie ihr es eben gesehen habt. Ja, man kann sich das natürlich auch besser angucken hier. Und ja, ist doch toll für die Studenten, dass die jetzt eigentlich eine U-Bahn haben. Und dann sind wir hier auch wieder da, wo wir gestartet sind. Ja, kurzes Video heute. Eigentlich auch, naja, ist so unnötig, aber ich dachte, es interessiert vielleicht ein paar Leute. Und gesellschaftlich, keine Ahnung, interessiert das ja auch vielleicht einige. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.